Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Im heutigen Video möchte ich euch die selbstgemachte Lieblingsschokolade meines 15-Jährigen vorstellen. Ich veranstalte ja regelmäßig bei mir zu Hause kleine Potlucks mit lieben Freunden. Und letztes Jahr hat eine Freundin zu so einem Potluck eine selbstgemachte Schokolade mitgebracht. Wir waren alle sehr begeistert, vor allem mein 15-Jähriger. Und seitdem bereite ich diese Schokolade regelmäßig zu, gleich in größeren Mengen. Diese Schokolade ist rohköstlich, insofern man rohköstliche Zutaten verwendet und rein pflanzlich, also vegan. Ich verwende für diese Schokolade auch ein ganz spezielles Süßungsmittel mit einem niedrigen glykämischen Index, für mich das beste Süßungsmittel überhaupt, vor allem für Kinder. Als erstes zeige ich euch die Zutaten für diese wunderbare Schokolade und danach, wie ich diese Schokolade zubereite. Los geht's! Das sind die Zutaten für die wunderbare Karob-Schokolade mit gefriergetrockneten Früchten. Ich verwende dafür gern Erdbeeren oder Himbeeren. Und diese Schokolade gehört mit zu den selbstgemachten Lieblingsschokoladen meines 15-Jährigen. Da sitzt gerade hier neben mir. Und Simon, was ist so besonders an der Schokolade? Ich habe ja so viele Schokoladen schon selber probiert. Was ist an der besonders? Dass sie selbst gemacht ist? Ja, ich habe ja schon viele Schokoladen selbst gemacht. Die Mischung einfach, ne? Mhm. Also das werdet ihr gleich sehen, diese Kombination der wenigen Zutaten ist einfach fantastisch. Also ihr könnt die Schokolade auch mit Kakao herstellen. Ich habe schon immer gern Karob oder oft Karob verwendet, weil Karob nicht das anregende Theobromin enthält, was ja der Kakao enthält. Und so ist es also auch eine Schokolade, die man auch mal abends essen kann. Vor allem, wenn man so auf anregende Stoffe ein bisschen empfindlich reagiert. Und deswegen finde ich die Schokolade auch für Kinder sehr genial. Ihr seht hier die verschiedenen Zutaten. Die genaue Menge zeige ich euch dann gleich noch. Ich habe hier Karobpulver, dann Sesammus, Weiß, Kakaobutter, das sind so kleine Tröpfchen. Dann zum Süßen verwende ich gern Yakon-Sirup. Dann haben wir hier eine Prise Salz in diesem Glasschälchen. Und dann habe ich hier noch zwei verschiedene Gewürze. Ihr könnt entweder Vanillepulver für die Schokolade nehmen oder eine halbe Tonkabohne, die seht ihr hier daneben. Und die reibe ich dann mit einer kleinen Reibe. Und dann, wie schon gesehen, habe ich hier gefriergetrocknete Früchte, Erdbeeren und Himbeeren. Und ich verwende gern für die Schokolade diese beiden Formen. Also heute zeige ich euch die Menge, wie man diese beiden Formen zweimal füllen kann. Die Zutaten wie Karobpulver, Sesammus und Yakon-Sirup findet ihr zum Beispiel bei Pure Raw. Pure Raw bietet auch Kakaobutter an, allerdings nicht in Tropfen, sondern in einer Blockform. Und hier seht ihr die Kakaobutter von Pure Raw. Ihr findet die Links zu den Zutaten, die ich für diese Schokolade verwende, auch unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Zuerst werde ich 100 Gramm Kakaobutter in einem warmen Wasserbad schmelzen lassen. Die Kakaobutter ist geschmolzen und jetzt kommt dazu 100 Gramm weißes Sesammus. Ihr könnt zwar jetzt den Sesammus nicht sehen, aber ihr seht, dass das Ganze hier in diesem Behältnis an Volumen zugenommen hat. Also das Sesammus befindet sich jetzt mit hier in diesem Becher und das Ganze werde ich erstmal verrühren. Jetzt ist alles verrührt. Weiterhin kommt jetzt eine Prise Salz dazu. Dann 4 Esslöffel Karobpulver. Als nächstes reibe ich eine halbe Tonkabohne in die Schokolade mit einer feinen Reibe. Und zum Schluss kommt das Süßungsmittel dazu, 4 Esslöffel Yakon-Sirup. Ihr könnt auch anderes Süßungsmittel nehmen, zum Beispiel Dattelsirup. Ich verwende gern Yakon-Sirup, weil es eine sehr angenehme Süße hat und einen niedrigen glykämischen Index. Die Schokoladenmasse ist fertig und ich befülle jetzt diese beiden Silikon-Schokoladenformen mit dieser Schokoladenmasse. So sieht das Ganze dann aus und jetzt kommen die gefriergetrockneten Früchte ins Spiel. Wir kaufen zum Beispiel diese Früchte bei uns im Bioladen. Ihr könnt aber auch gefriergetrocknete Früchte online bestellen. Und jetzt werde ich einfach einen Teil der gefriergetrockneten Früchte hier einfach auf diesen beiden
noch flüssigen Schokoladen verteilen. So sieht es dann aus, einmal mit Erdbeeren und links mit Himbeeren. Das Ganze muss jetzt noch fest werden. Dafür eignet sich zum Beispiel der Kühlschrank. Bei kühleren Temperaturen kann man das dann auch aufs Fensterbrett nach draußen stellen oder auf den Balkon. Also entweder in den Kühlschrank stellen oder, wenn es ganz schnell gehen soll, ins Gefrierfach. Die Schokoladenmenge, die ich euch hier in diesem Video zeige, reicht für 4 solche Schokoladenformen. Jetzt lasse ich das Ganze erstmal fest werden im Kühlschrank und dann gibt es eine zweite Ladung Schokolade. Die Schokolade ist fertig. Und mit der verbliebenen Schokoladenmasse kann ich nochmal 2 Schokoladenformen füllen. Ich habe nicht mehr so viele gefriergetrocknete Früchte übrig, deswegen werde ich dann noch auf Maulbeerstücke und geschälte Hanfsamen ausweichen. Die flüssige Schokolade kommt jetzt auch in den Kühlschrank und dann lasse ich das Ganze fest werden. Die Schokolade ist fertig. So sieht das Ganze dann von hinten aus. Schön fruchtig und vielfältig. Die Schokolade könnt ihr dann in Stücke brechen oder schneiden und könnt es dann so servieren. Die Schokolade kann auch länger im Kühlschrank aufbewahrt werden. Dafür breche ich die Schokolade in kleine Stücke, lege sie in ein Schraubglas, verschließe das gut und stelle das Glas in den Kühlschrank. Wenn es warm draußen ist, könnt ihr immer ein kühles, fruchtiges Stück Schokolade aus dem Kühlschrank naschen. Die Kombination dieser Zutaten für diese Schokolade gehört mit zu unserer Lieblingskombination. Ihr könnt die Zutaten natürlich auch variieren. Ihr könnt statt Karob auch Kakaopulver nehmen oder eine Mischung aus Kakao und Karob. Wir hatten ja Sesammus, ihr könnt auch ein Nussmus eurer Wahl verwenden oder einfach auch bei den Gewürzen etwas variieren. Im Winter oder zur Weihnachtszeit kommt auch ein Lebkuchengewürz ganz gut bei dieser Schokolade. Ich habe diese Schokolade auch schon mit gefriergetrockneten Ananasstücken oder Maracuja-Stücken probiert. Also mit Maracuja, das hat so eine leichte säuerliche Note, so ein bisschen tropisch säuerlich, das schmeckt auch sehr gut. Das ist auch eine geniale Frucht für diese Schokolade. Seit über 20 Jahren bereite ich gerne rohköstliche bzw. vegane Speisen zu. Es macht mir immer sehr viel Spaß und es ist immer so ein bisschen wie Meditation für mich. Oder ich verwende die Zeit des Zubereitens auch dafür, mir interessante Interviews oder Vorträge zu verschiedenen Themen anzuhören. Zum Schluss noch ein kurzer Einblick in unsere Küche, welche selbstgemachten Köstlichkeiten da gerade gelagert werden. Hier in unserem Vorratsregal stehen verschiedene Gläser und hiervon sind gleich 4 Gläser mit selbst zubereitetem. Das sind Energiebällchen mit Kakao. Dann kommen hier 2 verschiedene Sorten von Cookies. Diese Sorte ist, wenn ich mich recht erinnern kann, vor allem mit Mango, Paranüssen und geschälten Hanfsamen. Und diese Cookies sind mit Jackfrucht. Auch Banane ist dabei, ich glaube auch noch Mandeln. Also ein paar Zutaten, die man ebenso für Cookies benötigt, für Rohkostcookies. Und das hier sind Dankbarkeitskekse, die bestehen aus reifen Bananen, Leinsamen, Mandeln, ein bisschen Zitronensaft und Vanillepulver. Das alles, was ihr hier seht, hat Rohkostqualität. Ich backe allerdings auch für meine Jungs, das seht ihr hier. Das ist rechts einmal ein glutenfreies Brot mit verschiedenen Saaten. Und links, das ist ein veganer Brownie, der ist vor allem mit Süßkartoffeln gesüßt und Datteln. Noch ein kleiner Einblick in unser Dürrgerät. Das ist gerade am Laufen, wie man hören kann. Ich bereite gerade Fruchtleder zu, beziehungsweise Fruchtnaschi. Das obere besteht einfach nur aus Bananen, gefrorenen Beeren, bisschen Vanille und Datteln. Dann haben wir noch ein dunkleres Fruchtleder. Das besteht einfach nur aus reifen Bananen, Kakaopulver und etwas Datteln. Ganz unten dürrt noch eine ganz besondere Köstlichkeit. Das sind gefüllte Champignons. Die sind gefüllt mit einer roh-veganen Käsecreme. Die
Die besteht aus Cashews, Hefeflocken, zwar noch dabei Knoblauch und Salz. Wirklich sehr lecker. Das wird jetzt noch ein bisschen vor sich hin dürren und die Champignons werden noch ein bisschen weiter schrumpfen. Ich hoffe, euch hat dieses Rezeptvideo gefallen. Hinterlasst mir gerne eure Gedanken, Meinungen dazu unter diesem Video. Ich wünsche euch jetzt noch eine wundervolle Zeit. Lasst es euch gut gehen, ihr Lieben. Bis ganz bald.